Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. So, ich habe ein bisschen die Nacht übersprungen. Wir haben kurz nach 8 und unser Verkaufspunkt, der Thunbaumarkt, hat geöffnet. Die Warenannahme hat geöffnet. Das heißt, wir können jetzt endlich mal unser erstes Geld verdienen. Bisher haben wir ja immer nur auf Pump gelebt. Aber das ändert sich jetzt. So, wir fahren hier auf den Verkaufstrigger. Und dann Ableiteseite rechts und weg damit. Und unser Geld geht in die Höhe. Ich hoffe mal, dass ich jetzt keine Palette runterschiebe. So, wir gucken mal, wie viel wir am Ende noch haben. 14.000 hat wir. Jetzt am Anfang. Wir gucken mal, wie viel wir am Ende rauskriegen und den hier werde ich mal wieder flott zurückschicken. Muss ich mal gut schauen. Turm haben wir nur nach Schafe gemacht. Aber das ist ja relativ. Wir fahren zu den Schafen und von den Schafen können wir dann zum Sägewerk. Das geht ja einfach. Weil dann können wir uns in der Zwischenzeit um ein paar andere Sachen kümmern. Wir können zum einen mal gucken, wie der Feldstand ist. Noch nicht sehr weit. Also da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Der Baumarkt zahlt uns 2224 Euro pro Palette. Das ist gut. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass das Symbol hier die Kartonpaletten sind. Was ich noch nicht gefunden habe, sind die anderen Paletten. Wir haben ja verschiedene Paletten. Aber ja, schauen wir mal. So, kommt der hier rum? Ajo. Sehr gut. Dann können wir mal die Palettensammler hier ein bisschen entleeren. Ich habe gerade schon ein bisschen in der Nacht entleert, damit die Produktion weiterläuft. Aber der produziert so viel. Hallo? Ist ja noch nicht voll. Ah, so. Kommt da was nach hinten? Nee. Dann machen wir die Palette einfach vorne drauf. Nicht verschieben. Oh, das will nicht. Oh, wir haben schon 100.000, Alter. Okay. Dauert mir zu lange. Nein. Falsch. Es dauert mir zu lange. Ich werde mal hier die Palette einzeln wegbringen. Natürlich ist es effektiver, wenn ihr zwei Paletten auf einmal wegbringt. Aber irgendwie will das ja gerade nicht. Das will er nicht mal mehr abladen. So, manchmal nervt mich dieser Manitou, aber eigentlich ist er ganz geschickt. Können wir das so abladen? Geht auch nicht. Menno. Ich gehe da oben noch drauf. Das geht. Hallo, jetzt komme ich nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Houston, we have a problem. Ah, der backt sich aus. Na so, abgeladen. Wie auch immer. So. Dann fahren wir mal rüber zum Palettenwerk, weil da ist mit Sicherheit auch voll. Das alte Sägewerk, das wird wahrscheinlich immer noch nicht voll sein. Da ist die Produktion ja so langsam.
Wir lunzen gerade mal rüber. Na, 4 Pakete sind fertig. Aber hier, da stapelt sich das Zeug. Nein, entlassen. So, haben wir ein scharfes Sägewerk? Nee, nur. Dann fahren wir an den Hof. Und starten beim Hof die neue Route. So. Wobei, das ist sogar gar nicht mal so übel, dass wir... Der verkauft immer noch. Dass wir mit dem LKW zum Hof müssen, weil dann können wir mal Nachschub für unsere Schafe organisieren. Weil ich hätte gern noch ein paar mehr Schafe. So. Start the engine, please. Und wir brauchen, glaube ich, noch so einen zweiten Trailer. 142.000. Hat uns in diese eine Ladung gebracht. Das ist schon eine ganze Menge. So, zwei Paletten auf einmal. Das ist natürlich viel geschickter. Wie nur eine. Hä, der backt hier noch rum. Der sagt, ich habe noch was anderes drauf. Der sagt, ich habe hier noch eine andere Palette drauf. Stimmt aber nicht. Also selbst gezählt stimmt es nicht. So. Da müsst ihr aber ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ihr den Trigger zu arg ramponiert, dann spinnt er ein bisschen. So wie jetzt zum Beispiel. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu viel gestoßen. Sehr gut. So, wie sieht's hier aus? Da werde ich auch mal zwei wegnehmen. So ist es eigentlich am besten. Also wenn ihr per Hand verladet, ohne UAL, Autoload, dann schiebt euch die Paletten so hin, dass ihr immer zwei auf einmal nehmen könnt. Ups, jetzt fällt gleich die eine runter, das will ich nicht. So, warte. Kriegen wir die jetzt weg? Ah ja. War ja easy. Gut, hier aufgeräumt. Sehr schön. Dann lassen wir den hier mal stehen und bewegen uns rüber zum John Deere. Bisschen Sport, à la hopp. Und hüpp. Weil das Kartonwerk braucht mal wieder ein bisschen Hackschnitzel. So, aber erst machen wir hier den LKW. Es hängt immer ein bisschen. Ich weiß nicht warum. So. Lassen.
Och nee, was soll denn das? So, jetzt Hof. Shop. Gut. Der bewegt sich zum Shop, dann können wir den neuen Trailer kaufen. Wir fahren mal hier gerade ein bisschen hackschnitzel so rum. Steckt im Verkehr fest, kann ja gar nicht sein. Der ist ja gerade erst losgefahren. Schön. Gut, dann holen wir noch die anderen Hackschnitzel ab. Verteilen die auch gleich noch. Also ihr braucht eigentlich hier wirklich am Anfang nur einmal Hackschnitzel produzieren. Und den Rest an Hackschnitzel, den ihr braucht, den kriegt ihr automatisch durch die Produktionsstätten. Zweimal Sägewerk, einmal Paletten. Und eigentlich reicht es an Hackschnitzeln dann. Hoffentlich reicht es. Ja, gerade so. Na ja, schon wieder 20.000 Hackschnitzel. Davon können wir jetzt das Sägewerk auffüllen. Ich bin gerade nur am überlegen, weil das alte Sägewerk hier braucht wahrscheinlich auch mal wieder Hackschnitzel. Das ist zwar eigentlich relativ unproduktiv, aber wir nutzen es halt, weil es da ist. Deshalb müssen wir hier auch Hackschnitzel nachfüllen. Und so ist es, hier ist leer. Jetzt. Da gehen nämlich auch nur 10.000 rein, glaube ich. So um die 10.000. Ja. Das ist nichts. Cool ist, dass hier so ein langes Förderband dran ist. Ich könnte eigentlich hier das ganze Let's Play nur mit dem hier machen. Nur im Sägewerk. Das würde vollkommen ausreichen. So. Dann wollen wir einen Tiertransporter. Diesen hier. Da gehen 40 Stück, glaube ich, rein, gell? Steht gar nichts dran. Wie viel gehen denn in den Road Train Trailer rein? Steht auch nichts dran. Der kostet 58. Kostet 67. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie viel geht da rein? Da. Ich kaufe mal den günstigeren. Und ich hoffe, dass da mehr reingeht. Also in normalen gehen, glaube ich, 40 rein. Hä?
Warum hat er das eine Rad oben? Hatte ich ja gar nicht gesehen. So, einmal zum Viehhändler. Ups. Das war nicht so gut. So, Viehhändler ist ja gleich um die Ecke vom Shop. Dann gucken wir mal, wie viele Schäfchen hier reingehen. 42. Also zwei mehr. Immerhin. Oder gehen die normalen auch 42? So viel können wir gar nicht mehr laden. 120 haben wir noch. Bestätigen. Gut, und dann schicken wir den automatisch von Schafe hoch Schafe. Schafe hinter Schafe. So. Losfahren. Und wir können weitermachen mit den anderen Sachen. Wenn es denn nicht hängt. So, in welchem sitzt man drin? Masai. Der muss nämlich auch wieder zum Schafen. Lass mal da mal wieder sauber machen. Gut, was tun wir in der Zwischenzeit? Fest. Oh, wirklich im Verkehr, Alter. Das gibt's ja nicht. Beeil dich mal. Du hast einen Liefertermin. Schön. Ja, den Case Quadrak, den brauchen wir im Moment noch gar nicht. Aber es kommt auch die Zeit, wo wir den brauchen werden. Von dem her nicht wundern, dass der einfach nur so in der Scheune steht. Schon mal wirklich zu weit weg vom Trigger, Alter. Gibt's ja nicht. Schieb den immer mit dem Reifen weg. Ey, meine Fahrkünste lassen zeitweise wirklich zu wünschen übrig. Oh, leider wenigstens auf. So, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir noch irgendwas verkaufen können. Wenn Geld reinkommt, ist eine gute Sache. So, schon wieder voll. Können wir gleich hier nachfüllen. Holz müssen wir wahrscheinlich auch mal wieder abladen, damit Sägewerk hier nachproduzieren kann. So, diesmal stellen wir ihn aber irgendwie perfekt hin.
Gut, den hier brauchen wir im Moment nicht mehr. Dann können wir mal gucken, was die anderen zwei machen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich dem hier helfen muss. Da bin ich halt beim Einfahren ein bisschen eng gefahren, damit die Fahrzeuge innen in der Stadt auch aneinander vorbeikommen. Ups, jetzt habe ich den gelöscht. Da können wir eigentlich Hofschafe machen. Nein. So, der ist bald da. Aber jetzt hängt er schon wieder, der Quad, der MAN. Die Autos nehmen aber auch keine Rücksicht. Hallo, vor allem die fahren auf meiner Spur. Wie viel Platz braucht ihr denn? Dann muss ich mit dem großen Trailer hier extra anders fahren, gell? Ist ja klar. Vor allem die schweben, die Autos, ja? Und dann tun sie so, als könnten sie nichts. Gut, den können wir schon mal entlassen. Wasser müssen wir mit Sicherheit auffüllen. Deshalb machen wir das einfach mal, ohne nachzufragen. Oh ne, so viel war da gar nicht. So viel Platz war da gar nicht. Gut, dann holen wir mal noch den Ladewagen. Wobei wir den eigentlich erst nachher brauchen, wenn die neuen Schäfchen da sind. Aber der LKW müsste ja auch gleich kommen. Oder steckt er wieder irgendwo? Ja, der bleibt wahrscheinlich an der letzten Abbiegung, bleibt er wahrscheinlich wieder hängen. War ja klar. Ist halt ganz ehrlich für LKW nicht eingefahren, sondern für Traktoren. Und zwar mit dem kleinen Trailer. Und mit dem kleinen Anhängerchen. Drehen wir mal eine Runde. Dass hier die Schafe frei rumrennen, daran muss man sich auch mal erst gewöhnen. Wenn man hier nicht einfach mal Vollgas durchfährt. So. Abladen. Bestätigen.
65 Tiere haben wir jetzt schon. Das ist sehr schön. So, jetzt drehe ich nur noch den Trailer hier mal um. Sah richtig professionell aus, oder? Au! Dann stellen wir hier hin. Das stört er hoffentlich nicht. Und den schicken wir dann gleich wieder zum Hof. Den brauchen wir nämlich jetzt hier nicht mehr. Sondern dieses hier brauchen wir noch. Warte mal. Ich wollte mal gerade gucken, ob das hier geht. Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Ich wollte gerade mal gucken, ob wir hier mit dem Trailer eigentlich... Oh ja, das geht. Wir können das Gras hier sogar damit aufsammeln. Das können wir auch so sauber machen. So, Gras wird wahrscheinlich nichts mehr da sein. Doch, noch ein bisschen. Aber dann sind die Schafe auch versorgt. Und zwar für die nächsten paar Tage. Müssen wir uns darum erstmal nicht mehr kümmern. Okay, ich stelle ihn vielleicht doch lieber hier in die andere Box rein. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und wenn ihr Mod-Vorschläge habt, gerne auch in die Kommentarbox. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.